Friedensnobelpreises an Professor Muhammad Yunus, der mit seiner Idee von Mikrokrediten in Bangladesch eine Bank gegründet hat, die Grameen Bank. Viele von Ihnen werden dieses System kennen. Er hat dort völlig andere Grundsätze als die bisher üblichen eingesetzt und damit vielen Menschen in Bangladesch und bereits darüber hinaus aus der Armut helfen können. Damals wurde mir das erste Mal bewusst, dass es keinen nennenswerten internationalen Preis für Menschen und Institutionen gab, die sich für soziale Anliegen einsetzen. Zum anderen lernte ich anlässlich eines Waldzehn-Meetings, eine Veranstaltung zur Stärkung des Dialogs zwischen namhaften Vertretern aus Religion, Wissenschaft, Kunst und Wirtschaft, im Stift Melk, das Projekt Architects of the Future kennen. Junge, engagierte Personen aus aller Welt präsentierten dabei dem Publikum ihre sozialen Projekte. In Kurzvorstellungen brachten sie mir die Bedeutung von Sozialunternehmertum nahe. Die Leidenschaft, die sie in ihre Projekte, in ihre Visionen steckten, die Ausdauer und das Durchhaltevermögen, die sie bei der Umsetzung zeigten, haben mich tief beeindruckt. Bei dieser Veranstaltung sollten wir zum Mittag durch einen schön angelegten Barockgarten des Stiftes gehen, der entlang des Weges eine Reihe von Jahreszahlen zeigte, die auf Pflöcken montiert waren. 6 Achterstaffel, das ist vom Baumarkt zu kaufen, montiert, Jahreszeit. Und jetzt kommt's, das war wirklich ganz beeindruckend. Es wurde uns nahegelegt, zu überlegen, wie sich im Laufe des eigenen Lebens unser Umfeld entwickeln und welchen Beitrag wir persönlich zum Guten leisten würden. Wie wird sich die Welt entwickeln und was kann ich beitragen, dass die Welt sich zum Guten entwickelt? Das war die Herausforderung. Schließlich sollten wir vor jener Jahreszahl, jetzt kommt's heavy, länger verweilen, wo wir unser eigenes Ableben vermuten würden. Ja, also das Sterbetafel. Und dort sollten wir uns eine ehrliche Frage stellen, welchen Fußabdruck wir in dieser Welt hinterlassen würden und wofür unser Leben gestanden hat. Nie zuvor habe ich selbst einige Nobelpreisträger gesehen, die mit gesenktem Haupt offensichtlich die eigenen Prioritäten in Frage gestellt haben. Mir ist es eben nicht gegangen. Es ist mir dabei bewusst geworden, dass Teilen mit seinem Nächsten und Menschen, denen es nicht so gut geht, eine wahre Bereicherung darstellt. Letztlich christlich zu handeln, wie es auch in der Bibel steht. Der Apostel Johannes erinnert in einem ernstzunehmenden Zusammenhang, wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Todes gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt. Das steht in 1. Johannes 3, Vers 17. Und so entstand letztlich die Idee des Esser Social Prize als internationale Auszeichnung für Sozialinitiativen von privaten Personen oder Institutionen, die besonders förderungswürdig, effizient und wegweisend sind. Mit einer hohen Preisdotierung wird dieser Preis einmal jährlich vergeben. Potenzielle Laureate, also Preisträger, werden von einer fachlich kompetenten internationalen Nominierungskomitee vorgeschlagen. Die Entscheidung, wem der Preis zugesprochen wird, liegt schließlich bei einem Auswahlkomitee, dem neben der Familie auch frühere Preisträger angehören. Die Nachhaltigkeit des Preises ist durch Errichtung einer gemeinnützigen Privatstiftung gesichert und sollte auch nach dem Tod der Stifter weitergeführt werden. Besonders wichtig ist meiner Frau und mir die sinnvolle, nutzbringende Einsatz des Preisgeldes. Wir wollen mit der Zuerkennung des Preises zum einen das Lebenswerk der jeweiligen Social Entrepreneurs würdigen, völlig im Hintergrund stehen. Die Superstars sind immer die Social Entrepreneurs, weil sie eine Lösung gefunden haben, vielen Menschen effizient zu helfen. Und das wollen wir auszeichnen und die Leute im Vordergrund stellen. Und aus diesem Grunde wird gemeinsam mit den Laureaten dann ein Projekt konzipiert, wie man das Preisgeld refinanziert, das einerseits eine Weiterentwicklung der bisherigen Sozialaktivitäten des Preisträgers darstellt, aber andererseits
das Potenzial hat, ein Role Model, also eine Innovation, erfolgreich umzusetzen und in weitere Gebiete, auch außerhalb der Organisation, der Preisträger einzusetzen. Damit wollen wir bei der gemeinsamen Umsetzung voneinander lernen, den Bedürftigen eine echte Hilfe sein und gleichzeitig eine professionelle Bewahrung sowohl in sozialer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht sicherstellen. Der SS Social Preis wurde im Jahr 2008 das erste Mal vergeben. Preisträger war damals Pater Sporci, der seit 18 Jahren für Straßenkinder in Rumänien engagiert ist. Er gründete das Sozialprojekt Concordia, Stadt der Kinder, wo mittlerweile 1000 Kinder und Jugendliche betreut werden, die früher auf der Straße gelebt haben. Gemeinsam mit ihm haben wir mit dem Preisgeld die Casa Abraham konzipiert und errichtet. Das ist ein Wohn- und Ausbildungszentrum für 24 Jugendliche, die ein ganzes Jahr lang auf einem Beruf ausgebildet werden, ein Zertifikat bekommen und dann in der Lage sind, auf eigenen Beinen, finanziellen Beinen zu stehen und somit verhindern, dass die Organisation immer größer wird und irgendwann einmal zusammenbricht, weil ihr gelernt, kann nichts anderes als einkaufen und verkaufen und wohnen und Haus bauen. Das ist halt unser Thema und deswegen habe ich dem Pater Sporci gesagt, wenn du ein Haus hast und einen großen Eingang, musst du einen ebenfalls so großen Ausgang machen, sonst zerplatzt das Haus. Gibt es nur einen österreichischen Künstler, der das möglich macht, das ist der Erwin Wurm, der bläst die Häuser auf. Aber in der Realität, das wird mir auch ein lieber Baumeister, der heute dazu gekommen ist, auch bestätigen, ein Haus mit einem großen Eingang braucht einen großen Ausgang. Ja, so ist das. Also, der Social Prize wurde vergeben. Das zweite Projekt im Jahr 2009 ist an eine Ungarin vergeben worden. Haben Sie noch 10 Minuten Lust und Freude, mir zuzuhören? Sonst würde ich das kürzen. Aber in 10 Minuten wäre ich fertig und bin dann für Sie bereit für Fragen. Ist das okay? Wunderbar. Ich möchte Ihnen wirklich sagen, weil es interessant sind, die Projekte, die wir bisher ausgewählt haben, vielleicht hilft Ihnen das auch weiter. Die Preisträgerin 2008 war diesmal eine Frau, Elisabeth Sekaretsch, die aus einer persönlichen Not heraus, sie hat vor etwa 40 Jahren ein Kind mit mehrfacher Behinderung, körperlicher und geistiger Behinderung, auf die Welt gebracht, in Zeiten des Kommunismus, eine Art Caritas aufgebaut, in einer eigenen Initiative, eine einzige Person, die heute an 16 Stellen von Ungarn 900 Menschen mit geistiger Behinderung betreut. Ich glaube, das wäre eine würdige Preisträgerin, der wir das Preisgeld dann auch übergeben konnten und sie vor den Vorhang gestellt haben. Und mit ihr gemeinsam haben wir ein Mehrgenerationenhaus errichtet. Ein Mehrgenerationenhaus. Menschen mit geistiger Behinderung hat man früher immer gesagt, ich habe das zumindest so gelernt, wie ein kleiner Bub war, die werden nicht alt. Warum sind früher nicht alt geworden? Weil sie umgebracht wurden in Österreich. So, Leute mit einem Down-Syndrom werden genauso alt wie sie. Es gibt sogar einen aus Spanien, der schon einen Abschluss gemacht hat, einen MBE gemacht hat. Also wir stecken die Leute mit geistiger Behinderung schnell in eine Schublade hinein und geben ihnen gar keine Chance. Dieses Mehrgenerationenhaus hat die Möglichkeit, jung und alt bis zur letzten Sterbestunde, bis zur letzten Stunde des Lebens in würdiger Form zu begleiten und zu betreuen. Menschen, die eben geistige Behinderung haben, werden in kein Krankenhaus aufgenommen, in keinem Altersheim aufgenommen. Sie werden, wenn sie herausgenommen würden, würden sie ja aus dem eigentlichen Umfeld herausgerissen werden und sie noch viel schwerer. Und aus diesem Grund ist dieses Mehrgenerationenhaus, wie gesagt, in vielerlei Hinsicht errichtet worden und hat so einen Anklang gefunden, obwohl es erst 2010 eröffnet wurde, 2009 wurde der Preis vergeben, 2010 eröffnet, dass die Europäische Union dieses Mehrgenerationenhaus bereits zu einem offiziellen Ausbildungszentrum für Sozialarbeiter in ganz Europa gemacht hat. Also auch da wiederum kann man Menschen damit, vielen Menschen helfen, dass sie in Würde ihr Leben
von der ersten bis zur letzten Stunde, wenn Sie so wollen, ganz individuell und speziell leben können. Als Laureat 2010